last year we went to the eye. I remember your smile reflecting the light. We didn't care what tomorrow would bring. There was only right now, the sun was alive. I can still see you walk down the shore, holding in all the secrets, kept me waiting for the answers. The answers. We can do it all again, I know. Somewhere down the line we're meant to come back home. We can do it all again, I Stockton, wir kommen. Hoffentlich gibt es ein explosives Begrüßungskomitee. Ansonsten wird's feurig.
350 Meilen, auch einfach eine der längeren Strecken. Haben wir zumindest 60.000, ja? Also 30% unseres Ziels. Das war gestoppt. Okay, das war geplant. Scheiß die Wand an. Das war nicht geplant. Natürlich immer noch weniger Geld dafür. Na super. Dieses Wochenende mache ich es mir echt schwer. Mit Geld verdienen. Auf ihr die sich. Ja, das muss ich noch überarbeiten mit Comment und so weiter. Hab ich bis jetzt noch nicht gemacht, der Herr Zohead. Hä? Achso, ja. Ne, Moment, hä? Okay. Dann spuckt er halt einfach als vier Sachen aus und nicht als eins. Eine sollte das als eine Nachricht rausgespuckt werden, nicht als vier, aber gut. So ist natürlich auch. Du verwirrt haben willst. Warum es doch mal drin stehen soll. Schon wieder jemand hier oben liegen.
glaube, wenn, dann wäre es irgendwie sowas wie Ausrufezeichen Commons. Oh, was war denn, wäre das dann? Und dann Ausrufezeichen verwirrt und so. Glaube ich. Falls du mich überhaupt hören kannst. Ich weiß ja nicht mal, ich sehe dich ja nicht in der Viewerlist. Oder in der Moderatorslist. Zumindest wäre es beim Nightbot so. Wie es beim Ankbot ist, weiß ich nicht. Ich bin aber am Überlegen, ob ich vielleicht auch vom Ankbot wieder weggehe. Okay, kannst du gut. Weil Nightbot nutze ich jetzt bei YouTube. Beziehungsweise habe ich für YouTube eingestellt. Beziehungsweise für YouTube eingerichtet. So, das ist das deutsche Wort, was mir fehlte. Jetzt kommt die Sonne wieder raus und es wird wieder bullig heiß hier drin. Das sind wir gefühlt 35 Grad. Wo ist denn das Thermometer hier? Ein bisschen Reichweite. Mittlerweile sind wir auch auf Interstate 5 und werden gleich wieder geblitzt. Zum Glück nicht. Ich hoffe, ich kann den Freight Adder irgendwann mal Retard reinpacken. Und in der nächsten Werkstatt werde ich einfach mal reinschauen, ob das möglich ist. Wir sind ja hier in der Nähe beim Truckstop. Ich fahre jetzt einfach mal beim Truckstop raus. Da gibt es ja einen Road Service. Wo ist das, die Garage? Ist die Garage? Ich weiß es nicht. Wird man das gleich sehen. Es wäre auch sinnvoll, wenn du verwirrt richtig schreibst. Und möchte nicht mit Doppel-R und dann wird. Aber vielleicht nehme ich auch den Engbot raus und nutze nur noch den Weißbot. Moment. Passe ich hier rein? Schnauze! Ich gebe da gleich einen Huf ins Gesicht.
früh am Morgen schon mal auf Uhr geguckt. Reparieren tue ich ihn noch nicht. Wir haben das erste beste Fahrwerk. Wir haben maximal können wir 600 PS reinplätschen. Und mit Retarder ist es sogar möglich. Allerdings keine echt 18 Gänge, sondern nur maximal 15 Gänge. Oh, als Retarder ist möglich, ist schon mal gut. Paint Shop kennen wir ja schon und so weiter und so fort. Da werden wir bestimmt noch irgendwann mal was reinklatschen. Achso, oh. Warten. Geht's weiter nach Stockton aufs Interstate 5 und wahrscheinlich werden wir noch weiter von auf der California State Route 99. $100,000 will ich haben, aber die verdienen wir uns noch. Warte mal, welche Firma mein Auszubildender weniger hat. Moment, Firma. Mein Auszubildenden. Also ich würde ja spontan, wegen Auszubildenden würde ich jetzt spontan sagen Hinrichs, aber ich würde Hinrichs nicht als Firma ansehen. Eher als Dienst. Ja gut, Dienstleister kann ja auch Firma sein. Also ich würde sagen, wegen Auszubildenden würde ich sagen Bäckerei Hinrichs. Andererseits, das erste, was ich an Firma und Auszubildenden weniger gedacht habe, war, und weil ich halt gerade Truckfahrer war, Pöbel Heinz oder wie auch immer, also PRL. Oh, Pöhlheinz war richtig. Ach, Pöhlheinz. Ich habe mal Pöbelheinz verstanden. Pöhlheinz. Wie? Hat die Diva aufgehört oder was? Wow. Respekt. Ja, woher soll ich denn das wissen? Juckt mich ja nicht. Die ist doch angeblich sowieso schon im
zweiten Jahr international gefahren, den eigenen neuen, brandneuen Scania. Oh. Na gut. Spricht ja schon was für die Firma, ne? Und so für das Klima bei der Firma. Ja, ist halt so, ne? Oh, weia. Ja, hör mal überall. Oh, interessant. Ich habe jetzt gerade ein Brötchen in der Hand. Ohne Deckel. Ich habe es zusammengeklappt und habe beides mal den Boden in der Hand. Läuft. Eieiei, Karamba! Ich halt auch immer an, wenn der Polizei ist, um zu gucken, was da los ist. Warum bist du erst verwirrt? Ach so, ja, ich hatte zwei geöffnete Brötchen hier rumliegen, hab die dann belegt. Habe offenbar das so hinbekommen, ohne es zu merken. Aber ich wollte eigentlich die vier Hälften belegen, habe dann aber das so gemacht, dass ich nur drei Hälften belegt habe und die eine Hälfte auf die andere Hälfte gelegt habe, die schon belegt war. Und ja, wie der Zufall es will, war es beides mal der Boden. Eine der beiden Brötchen. Und das ist mir jetzt erst aufgefallen. Nachdem ich die beiden Köpfe gegessen habe. Heute wäre ich nicht alt, ne? Schon wieder was oder was? Schon wieder nicht immer Baustelle, ne? Katastrophe. Schon direkt auf links gehen und Warnblinker und am besten 10 Meilen pro Stunde. Was für ein Programm hast du eigentlich den Wurf da gemacht, den du da bei Dings reingeklatscht hast? Im General.
gute Frage, ja. Deswegen frage ich ja auch. Ich bin ein Fuchs, ne? Irgendwas mit 3D im Namen, alles klar. 3D Maya, 3D Max oder wie auch immer die heißen. Architektur 3D. Einrichter XXL 3D. Schon wieder eine Baustelle. Was ist denn hier los auf der, wo wir gerade sind, auf der Interstate 5 nach dem Norden? Das ist ja richtiges Chaos hier wieder. Das ist kostenlos, alles klar. War es noch auf dem alten Rechner oder was? Fuck off. Ja, das sah gut aus. Also. Gut aus und sinnvoll praktisch. Ich glaube, ich ändere den Namen des Bots. Alten Windows. Achso. Hab ja jetzt Arsch Linux. Weißt du, was geil ist? Ich habe ja immer noch die Dienste deaktiviert gehabt, ne? Hab das dann beim letzten Mal vergessen und ich dachte, ja, es gab neue Updates. Neu, jetzt neu starten und also da wurde es halt so eingeblendet, ne? So von wegen, wollen sie jetzt starten oder später erinnert werden? Nicht so später erinnern. Und das Coole ist, ich konnte auf neu starten drücken, ohne es zu aktualisieren, habe ich natürlich gemacht. Nicht, weil unter Garantie, wenn ich jetzt die Updates installiert gehabt hätte, ich hätte Vegas nicht mal nutzen können. Ohne, es wäre so passiert. Weil es wäre nämlich dieses Update gewesen, was ich vor 3-4 Monaten zurücksetzen musste. Also 3-4 Monate ist übertrieben, aber so 2-3 Monate. Wenn es Updates gab, dann kann man ja, hat man ja meistens nur die drei Auswahlmöglichkeiten von wegen Energie sparen, herunterfahren und aktualisieren und neu starten und aktualisieren. Ich hatte aber die Möglichkeit, Energiesparmodus zu gehen, den PC neu zu starten, den PC herunterzufahren, den PC herunterzufahren und zu aktualisieren. Den PC neu zu starten und den PC neu zu starten und zu aktualisieren. Also ich hatte so gesehen mehr Möglichkeiten als sonst. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich manchmal schneller bin als das Mikrofon und das überhaupt aufnehmen kann. Also egal wie langsam schnell ich rede. Oh, wir sind ja schon bald in Stockton. Sieh mal einer an. Oh, ich glaube, nach der nächsten Tour muss ich mal Cappuccino machen. Oh, so müde durch die Sonne, die im Hintergrund scheint.
Ja, das hatte ich auch. Also das mit das Fenster. Und dann habe ich dort auch später erinnern geklickt und dann wollte ich halt den PC neu starten. Das war glaube ich gestern. Damit ich halt nicht wieder so das Problem habe von wegen, dass es asynchron ist, der Ton. Dann habe ich halt gestern ETS 2 gestreamt und ja, da war das. Und jetzt sind wir schon, wieder immer noch auf der Zeit, dann gibt es schon wieder eine Baustelle. Also der Wahnsinn. Ich habe halt auch später erinnern geklickt, habe dann noch ein paar Sachen gemacht, ich weiß nicht mehr was. Und dann habe ich ihn halt über hier Windows Home Tasten Dings Funktion und dann halt Neustart da. Ich darf es was später erinnern. Jetzt neu starten und abbrechen, irgendwie sowas. Auch jemand vielleicht jetzt angenommen wird, ne? Holy moly. Da hast du einiges vor. Weißt du mal, warum hast du da nochmal dich dann wieder nochmal beworben? Oder sonst keine andere Wahl hattest, wie war das? Weil wegen, okay. Wollen wir mal kassieren, dann haben wir jetzt gleich 30% von dem Ganzen hinter uns. Hoffentlich. Von unserem Geldziel, ja, haben wir. Schnell speichern, bevor ich wieder mehr Schaden mache.